So, dann sag ich doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich habe schon wieder mal vergessen anzumachen, das kennen wir nicht anders, das meine ich, ne? Ach, schön. Er fährt durch mit, wie viel hat er? Null. Ach, da holt die Schüler ab. Das ist der Schülertransport. Der Schülertransport. So, zwei neue Gebäude gebaut hier unten. Und, ja, was machen wir, wenn wir das hier wegreißen? Da haben wir nicht viel Platz für ein großes Gebäude hier unten drin. Bloß, wie kriegen wir die denn weg? Dann müssen wir die ja auch theoretisch... Mal schauen, wie viele Leute das sind. Leute. Letzte Chance zu kaufen. Mach nichts. Die bauen wir selber, wenn es sein muss. Ha, können wir nix. Apropos selber bauen. Was haben wir hier denn rumstehen? Keine. Was ist hier los? Es fehlt Stahl. Nein. Es fehlt Stahl. Jetzt kommt wieder Stahl. Aber Stahl ist ein Problem, ne? Da kommen wir echt nicht gegen an. Da kommen wir echt nicht gegen an. Ein zweites Stahl wegbauen. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Weil der müsste normalerweise schön voll sein. Wenn die Produktion voll durchläuft. Was haben wir hier denn drin? Da ist genug. Das Ding ist auch wieder brechend voll. 160 Mann haben wir gesagt, ne? Wenn wir das mal runterschrauben auf 100. Gehen wir dezent auf 100 runter. Dann lassen wir mal gucken, was denn dann passiert. Da ist kaum Straßenverkehr. Da würde ein Busbahnhof ohne Bahn reichen. Was ist hier? Neue Fahrzeuge verfügbar. Oh, hier. Der ZT. Traktor ZT. 72... 45. Hm. Nur was Neues. Ist auch gut so. So, Und hier haben wir auch noch Luft hier drin. Hier können wir auch noch was reinbauen. Das könnten wir sogar machen. Dann hätten wir hier Arbeiter für den Verein zum Beispiel oder den Verein. Wenn wir jetzt nicht gerade Stahlprobleme hätten. Aber wir haben immer noch das Stahlproblem, dass, ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir hier noch ein zweites Stahlwerk bauen. Hier oben. Noch ein zweites Stahlwerk. Das könnte man ja hier vorne mit einbauen. Weil ein Anschluss ist bestimmt da vorne. Wenn ich mich irre. Lass mal gucken. Ja, ein Ausgang ist da. Das würden wir das Zeug noch hier rüber kriegen. Bloß, ja gut, Kohle kriegen wir nicht ran, ne? Oder doch? Doch, Kohle ist hier vorne. Da ist noch... Warte mal, Kohle. Kohle kommt da an. Ist das ein Kohlewagen, ne? Was förderst du? Kohle, ja klar. Kohle fördert er hier. Wie viel Kohle haben wir denn da? Oh. Kohle ist auch ein bisschen knapp. Aber die sind ja doch am Schaufeln, ne? Wir haben auch nur eine Kohlemine. Ja, das reicht nicht, ne? Wir reichen die Kohlegeschichte. Lass uns doch mal ein Kohlewerk bauen. Eine Kohlemine. Macht ja nichts. Können wir ruhig machen. Kohle, Kohle, Kohle. Wo sind hier Kohle? Fossile Brennstoffe. Öl, Kohle. Da, Kohlemine. Die Kohlemine. Hier oben hätten wir noch richtig schön viel Kohle. Wir wollen die Leute auch dahin bekommen. Das ist nämlich das Problem. Wir wollen die Leute auch dahin bekommen. Wie kriegen wir da die Leute hin? Kann aufgrund der Infanterie. Was haben wir denn hier? Da. 30%. 30%. Was hat denn er hier? 70%, okay. Hier oben könnte man noch eine Kohlemine hinbauen. Bloß da müssen wir die Leute hinbekommen. Irgendwie. Wir müssen das Pferd wieder von hinten aufsatteln, weil das reicht nicht. Was ist das hier? Das ist eine Verladestelle, ne? Kohle, Kies, Straßenverbindung, Feuerwehr ist nicht vorhanden. Da ist auch kein Zuchterpferd, nix. Das Ding ist leer.
Da fahren wir, wir haben ja vorher auch die Kohle sonst entsorgt. Das haben wir, brauchen wir jetzt nicht mehr. Ist hier denn Kohle? Ich glaube nicht, ne? Kohle ist hier, glaube ich, nicht da. Nee, Kohle ist hier gar nicht. Hier ist nichts, gar nichts. Hier oben wäre noch was zu holen. Aber wie gesagt, da müssen wir Leute hinbekommen, ne? Irgendwie müssen wir da Leute hinkriegen. Haben wir nicht irgendwo was Grünes? Wäre ganz cool, ne? Oder? Mal schauen. So. 39%. 39%. Lächerlich. Das ist viel besser hier oben, ne? 63%. Das ist ein ganz anderer Schnack hier. Hier wäre das noch ganz interessant. Bloß, wie gesagt, wir müssen da Leute hinkriegen. Das ist das Problem. Das ist das Problem, was wir gerade haben. Das, wir kriegen die Leute da nicht hin. Die Leutchen. Weil wir haben ja schon versucht, da eine Straße rauszubauen. Und das klappt irgendwie nicht. Mach mal weg hier. So. Hier haben wir einen Fußweg raus. Wenn wir hier eine Straße raus... Haben wir das, schon, das haben wir schon probiert, ne? Das haben wir da schon rumgeübt. Wie groß? Das kriegen wir nicht hin. Da passt keine Straße durch. Wir können es ja mal probieren. Vielleicht kriegen wir eine Straße raus, dass wir dann eventuell... So. Eventuell da einen Bus fahren lassen können. Ne, das kriegen wir nicht raus. Wir kriegen die Straße da nicht durch. Das ist das Problem. Das haben wir letztes Mal nicht ausgemacht, glaube ich. Das war das gleiche Problem. Der gleiche Problem. Und hier außen rum. Andere Struktur ist im Weg. Zu viel Aufstiegefälle. Gut, das könnte man noch gerade machen, ne? Dass wir hier irgendwie die Bahn benutzen können. Wir könnten, ich weiß nicht, hier zwischendurch. Das würde eventuell klappen, aber das ist der Weg so weit. Der muss den hier ganz einmal ganz rumfahren, um da oben hinzukommen. Das ist irre weit. Irre weit weg. Furchtbar. Wie viele Fahrzeuge fahren denn hier? Verbundene Fahrzeuge. Was haben wir hier denn? Das ist nur einer. Ne, zwei. Zwei Züge fahren hier rauf und runter. Die können wir auch nicht anders legen, ne? Die kriegen wir auch nicht anders verpackt hier. Aber das sind die meisten Leute, die wir brauchen. Also irgendwie... Ne, kriegen wir nicht anders hin. Noch nicht mal einen Weg dadurch, das ist noch viel schlimmer. Ist die Straße so breit? Was ist denn mit so einem Matschweg? Ist der nicht schmaler? Nö, ist wahrscheinlich nicht. Nee, das kriegen wir hier nicht durch. Da will ich nicht durch. Nichts zu machen. Nein, er will da nicht durch. Also kannst du machen, was du willst. Da kriegst du da nichts durch. Ich meine, ist aber auch ein, ne? Leitungssystem, mein lieber Freund. Kriegen wir nicht hin. Fußwege. Na, so, ne? So war es, glaube ich. Zack. Kriegen wir das, das kriegen wir nicht verbunden. Kriegen wir nicht hin. Leider, leider. Schade. Und die Jungs mit dem Helikopter dahin bringen, das bringt ja auch nichts. Im Flugzeug dahin bringen, das ist auch Blödsinn. Das schafft auch nichts weg. Da sind auch die Wege so weit. Da ist der Bus eigentlich fast schon besser. Bloß wir kriegen die Leute, wir kriegen die... Ja, wir kriegen die gelenkt. Du hast ja nur 5 Möglichkeiten, ne? 1, 2, 3. Was haben wir hier noch? Sind auch noch Leute? Ja, auch noch Leute hier. 1, 2, 3, 4. 5. Dann ist schon mal das voll. Mehr kriegst du ja nicht hin. Das sind nur 5. Wenn du noch einen Busbahnhof hättest, kannst du sagen, wir laufen, lassen uns auch noch welche hinlaufen. Aber das wollen sie denn ja nicht. Die verteilen sich ja dann selber.
Schwierig, schwierig. Das ist ein Ausgang. Hier sind überall Eingänge. Das wäre dann auch eine Kunst, ne? Also, wir müssen da irgendwie... 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich jetzt hier einen Busbahnhof hinpflanze... Was haben wir denn? Was ist das hier denn? Ach, das ist nur eine Straße. Okay. Busbahnhof. Wir bauen mal einen kleinen Busbahnhof dahin. Nur mal zum Probieren. Wo haben wir die denn hier? Betankung, Fachbürger, plus Busplattform, da genau, so ein Tiny Stop, 60 Mann. Das ist zu wenig. Also der wird schon mal dahin passen. Was kann ich ihn drehen? Warum will der da unten nicht ran? Warum nicht? Guck mal, wir müssen mal so ein bisschen rumprobieren. Wir müssen ja irgendwie die Leute da oben hinbekommen. Also, ob das funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Deswegen mal schauen. So, bau das mal fertig. Nur mal kurz zum Testen. Warte mal, lass mal laufen. Zum Testen mal gucken. So, fertig. Wie viele Leute würde ich hier reinkriegen? Keine Verbindung zu dem Gebäude oder zu weit weg. Okay, da kommen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5. Was ist hier oben noch? 5. Fußweg. Wir brauchen einen Fußweg. So. Na? Fertig. Geht doch. Ich dachte, das war immer nur mit fünf Plattformen würde das funktionieren. Aber gut, ist klar. Es geht auch mit mehr. Gut, dann teilen wir es mal so auf. Dann müsste das ja funktionieren. Dann laufen die Leute auch dahin zur Plattform. Und dann können wir die mit dem Bus hin und her fahren. So, das Teil nochmal bauen hier. So, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ob da genug Leute ankommen hier hinten. Das ist die große Frage. Müssen wir mal schauen. Mal gucken. So, Kohlegeschichte. Eine Kohlemine. So, da ist der Ausgang. Da müssen wir irgendwie auch eine Straße runterkriegen. Das ist wieder so eine Herausforderung. Eingänge, Ausgänge. Schwierig genug, das Ganze. Benötigt flaches Land. 48%. Haben oder nicht haben, ne? Was hier drüben denn? Hier ist ja wirklich tote Hosen, aber am liebsten noch weiter rauf, ne? Noch weiter rauf. Machen wir mal anders. Ich werde da nicht fertig. Ich werde nie fertig. Wir wollen mal hier ein bisschen begradigen. So. So. Das müsste passen. Eine Kohlemine. So. Wie kriegen wir denn halt das... Wie kriegen wir denn den Hund runter? Der muss ja irgendwie da ins Lager kommen. Irgendwie müssen wir das ins Lager reinkriegen. Schwierig, schwierig. Vielleicht müssen wir den doch... Nee, können wir nicht umbauen. Das ist nur ein Ausgang. Das ist auch nur ein Ausgang. Wir an der Seite haben wir irgendwie den Eingang. Boah, ist das einfach. Das ist ja alles sowas von einfach. Nicht? So.
Den dahin. So, Straße runterbauen, das würden wir schon irgendwie hinkriegen, ne? Irgendwie wird das schon klappen. Ah. Okay, klappt so nicht. Das ist aber schon ein Begradigungstool. Was ist denn das hier, ne? So ein bisschen, ne? So ein bisschen begradigen kriegen wir das wohl hin, ne? Vielleicht klappt das ja noch. Straße. Zu viel Gefälle. So. Ja, klappt doch. Ne? Ein bisschen rumprobieren, dann haben wir es auch hin. So, das haben wir auch hin. Das ist ja noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste kommt ja jetzt erst. Und das ist ja dieses, ja, ne? Die Geschichte hier rauskriegen. Das ist noch viel wilder. Das ist noch viel schlimmer. Fördertechnik. Was haben wir denn hier? Ein Eingang und Ausgänge. Das ist ein Eingang. Den kriegen wir sogar dahin. Von da. Das haut sogar hin. Ich glaub's ja nicht. Na? Das war doch gar nicht mal ganz so, ne? War doch mal gar nicht so verkehrt. Dann haben wir das auch verkabelt. Dann kriegen wir da die Kohlewesen raus. Dass die da hinläuft. Ey, wunderschön. Was war das für einer? Das war, gut, hätte der auch gereicht. Der hätte auch funktioniert. Na gut, was wir haben, haben wir. So, dann kriegen wir das schon mal hin. Ich glaube, ein kleines Problem haben wir immer noch. Und zwar Strom, ne? Aber Strom müsste eigentlich da sein, weil hier ist ja Saft. Frag mich nicht, wo er Saft her hat. Von da unten. Wie viele Meter kriegen wir denn hier? 230, 250 Meter. Das müssen wir auch noch mal kurz checken. Maßband. Was haben wir jetzt hier? 260 Meter. 245, das müsste klappen. Das müsste reichen. Das müsste gehen. Absolut, kein Problem. Dann hätten wir das auch. Dann hätten wir hier noch eine Mine mehr, die wir hier abzwacken können. Dann kriegen wir da auf jeden Fall mehr Kohle rein. Also Kohlenerz, ja. Gut, lassen wir mal bauen den ganzen Kram hier. So, zack. Das wird gebaut. Das wird gekostet uns. Ja, gut, 400 Euro. Freund, das wird teuer. Wer soll das wieder bezahlen, alles? Das Volk. Wer sonst? Nicht? So, hü. So, schön. Ach, sehr. Da hat man noch hochgerissen da. Jetzt brauchen wir natürlich noch Busse hier, ne? Die können wir nicht, weil wir die ganzen Kipper hier haben. Die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, ne? Die ganzen Kipper brauchen wir alle nicht mehr. Das wird alles per Förderbahn weggerissen. Letzte Chance zu kaufen. Das merkt ihr von mir. Polizei, Feuerwagen, ne? So, alle verkaufen hier. Zack, so. Wir brauchen einen Bus. So, und was haben wir hier für eine Kapazität? Das sind die großen Gurken. Geschwindigkeit. 45 Mann, 100 km/h. Und ein KMH. 85 Leute. Die sehen, glaube ich, interessanter aus, ne? Oder? So, und zwar. Pause. Von da. Nach dort. Das Gebäude ist noch nicht fertig. Ah. 3, 2, 1. Bling. Du machst schon. Los, letzten Stein drauf. Ach, die müssen erstmal in die Tiefe brudeln. Natürlich, klar. Die müssen erstmal in den Flöz kommen. An der Flöze. So, fertig ist es. So, siehst du wohl. Jetzt hier, nächsten. Neuer Stopp ist ja hier. So. Hü. Fahr los. Ich glaube, wir haben keine Tankstelle hier unten.
Sekunde, natürlich nicht. Tankstelle ist wo? Die haben wir weggerissen, kann das sein? Nee, da ist eine. Die ist aber zu weit weg, wir brauchen hier noch eine mehr. Hier muss noch eine Tankstelle mehr hin. Eine Tankstelle, wo haben wir denn eine Tankstelle? Da. Bushaltestelle, nein, Tankstelle, wo sind die? Da, Betankung. XS. So, dahin. Keine Arbeiter. Gut, so was mal auf Kiefer hin. Das muss gebaut werden und das hier auch. So, hü. Ich hoffe, du fährst jetzt zum Tanken, ja? Wehe nicht. Hm. Der fährt da hinten hin zum Tanken. Dieser Vollpfosten, dieser Elende. Hier sind aber schon Leute da. Pass mal auf, dann machen wir das anders. Fahr du mal zum Tanken, ne? Jo, das dauert ein bisschen länger mit dir. Ich sehe das schon. So. So. Gut. Jetzt brauchen wir einen Bus hier. Den Fahrplan. Da ist er nämlich. Und sagen hier Linienabstand berechnen. So. Jetzt gucken die nämlich auch hier rum. Und dann kriegen wir hoffentlich ein bisschen mehr Kohle rein. So, was haben wir hier? 15 Mann. 14 Mann. 13. Für unten haben wir 60. Du hast doch keine wieder mitgenommen, oder? Nein. Gut. Ich hätte dich auch sonst erschlagen, mein Freund. So bist der andere Knecht hier. Da, was nimmst du mit? 212. Dann mal sehen, wie die verteilt werden. Ob das denn auch wirklich klappt mit dem Verteilen. So, neue Nachrichten, irgendwelche gefährlichen, die wir übersehen haben? Nee, haben wir nicht. Alles gut. 212, da ist er nämlich unterwegs. So, die rollen da oben hoch. Ja, oh, da haben die einen Pech zu fahren hier. Guck dir mal an hier, was ein Gelände. Hoffentlich haben die wirklich hier Spikes dran. Die Offroad-Reifen. Alter Freund, was ein Gelände hier. Mein lieber Mann. Naja, so ist das eben da, ne? Alter Freund. Ah, die kommen den Berg hoch. Kein Thema nicht. So. Keine Arbeit erfahren. Ich hoffe mal nicht, dass die vorher schon ausgestiegen sind. So. Was haben wir hier? 7 Leute. So. Die verteilen sich hoffentlich prozentual. So, 80 Mann sind hier gerade. Ich glaube, 4 Busse sind fast zu wenig, ne? 70 Leute. 80. Die kraxeln mit 30 den Berg hoch. Alter. Die brauchen Reisetabletten. Genau, Danny. Die haben das bestimmt richtig schlecht, wenn die da oben angekommen sind. Ach, du lieber Himmel. So. Der ist voll. Was hast du mit? 85 Arbeiter, aber wir sind noch hier. 4. Da kommt der nächste aber schon reingerollt mit 131,38. So. Da fahren wir doch auch einen Witz von mit jetzt. Das müssen wir mal machen. Da müssen wir mitfahren bei dem guten Mann hier. Mal sehen, ob wir das durchhalten. Ist aber eine ordentliche Steigerung, ne? So. Schön festhalten. Achtung. Hier ist auch so ein unheimlicher, ne? Ich meine, es muss auch Spaß machen mit zur Arbeitshaus, ne? Da rollt er mit 30 hoch. Schafft nicht mehr. Sehr schön. So, jetzt fangen wir an zu arbeiten, hoffe ich mal. Siehst du wohl.
So. Das darf sich langsam mal füllen hier. 134 Arbeiter. Super. Null. Tor, genau. Die Achterbahn ist nichts dagegen. Das muss ja auch Spaß machen hier, ne? Wenn schon, denn schon. So, 85, was hast du noch mit? Die letzten... Oh, 63 sind ja noch. Guck mal hier. Wir brauchen auch noch mehr Busse, das sind so wenig. Wir brauchen noch mehr, wir brauchen mehr Busse. Welche waren es jetzt hier? Waren es die hier? Nein, 70 waren es nicht. 85, die waren es hier. Nochmal 4 mehr. Weil wenn dann das rollt, dann müssen die mal fleißig da auch die Leute hochgekarrt kriegen. Das nützt ja nun mal nichts. So. Da brauchen wir Fahrzeuge, und zwar so. Wie hot. So. Jetzt wird's voll. Hoffentlich fahren die auch hier ran zum Tanken. Jetzt geht's mir schon wieder los hier. Genau. Überholen, weißt du, und dann vorher einscheren. Richtig, das sind mir die richtigen. Verkehrserziehung 6, bitte setzen. Also ehrlich. Ach, ich sehe gerade. Ne, doch, das geht. Die fahren schneller. Ja, das läuft schon. Kommt, das muss erstmal in Gang kommen hier. So. Siehst du wohl, Kohlenerz kommt rein. Hier, guck dir das mal an hier. Läuft doch. Alles gut, alles gut, alles gut. Haben die auch wieder zu tun hier und das müssen sie auch langsam mal wieder. Das ist doch voll. Wunderschön. Ach, herrlich. Schön, wenn ein Plan funktioniert. So, dann haben wir das gelöst, das Problem, aber wir haben immer noch das Stahlproblem. Das Stahlproblem. Wir brauchen hier mehr Stahlleutchen. Aber das Thema hatten wir ja schon mal von wegen mit mehr Leute hier rein. Aber ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, wenn wir hier. Aber wir müssen hier auch wieder. Was denn hier gerade? Stau? Stockender Verkehr oder was? Wo fährst du denn hin? Bahnsteig Eisen, Kopfbahnhof. Der Kopfbahnhof war der hier, ne? Was ist denn da? Das ist Bezirk 1. Der Kopfbahnhof ist hier oben. Elektrikprobleme. Schon wieder mal bei der. Bei dem Öl. Na gut. Irgendwas ist immer. Wir brauchen da oben mehr Leute hin. Wie kriegen wir das hin, dass hier mehr Leute sind? Palim, palim. Überlege, überlege, überlege. Eine neue Stadt gründen, eine kleine Stahlstadt gründen, eventuell. Ich meine, hier wäre ja Möglichkeit, ne? Hier könnten wir ein bisschen was begradigen. Also, ne, können wir ja. Dieses Spiel, ne? Begradigung und so. Das ist ja unsere Spezialaktivität. Das können wir, sowas können wir gut, richtig gut. Das wäre hier möglich. Ich weiß nicht, wie sieht denn das aus überhaupt? Würde gehen. Würde funktionieren. Also wir können das hier alles begradigen, das Ganze. Und hier noch eine Stadt hinbauen. Nur für die Jungs hier oben. Weil das sind zu wenig. Sie ist ja schon tot. Null. Weil das Kreuz hier, das wird extrem überlastet. Und die fahren ja, wenn du so willst, den Weg hier rum und hier runter. Und eine Brücke über eine Brücke bauen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube eher nicht, ne? Alles klar, Jonas. Dir auch einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Raus in die Sonne. Genau. Wenn die mal da ist. Tatsächlich, die ist da. Ich glaub's ja nicht. So, hier fehlen auf jeden Fall ohne Ende Arbeiter. Deswegen kriegen wir hier keinen Stahl zusammen.
Und kann diese eine Maschine, was produzieren wir pro Tag? 43 Tonnen Stahl pro Tag. Aber das wäre ja schon der Hammer, wenn wir denn wirklich das Ding mal voll kriegen mit Leuten. Ne? Das wäre echt schon mal cool. Anstelle noch ein neues Stahlwerk. Das würde ja schon reichen, wenn wir... Ne? Ich würde sagen, wir begradigen das hier und bauen jemanden eine Stadt hin. Dass wir hier unseren ganzen... Dass wir unsere Leute hier runterkriegen. Ich glaube, das machen wir. Oder? Damit wir unsere ganze Sache ein bisschen verbessern. Gebäude brennt. Was brennt denn hier? Ein Wohnhaus. Gut, aber wie gesagt, vorher waren wir da. Vorher waren wir da. So, nochmal gucken, dass den Rest hier, wie es aussieht. Containertechnisch. Wird hier schön weggefahren. 13. Ja, der schafft immer gut weg hier, ne? So, also voll ist er noch lange nicht. Das ist noch weit weg von 95 weitere Container. 100, 110, 115. 115 Container, der ist drauf. Der ist noch nicht voll. Der ist noch nicht voll. Ich weiß nicht, ob er zwei Lager raufkriegt oder drei. Der Knecht kriegt auf jeden Fall was mit hier. Das muss ich mal sagen. Da musst du aber die Umweltbelastung in der, mal anschauen in der Nähe. Stimmt, das ist, hat ja auch wieder was zu sagen, ne? Ach Mensch, Umweltbelastung, da sind wir gar nicht so groß drin, ne? Wo haben wir das Teil? Wohnen, warte mal, speichern. Der Wohnraum. Kultur, Sport, Alkohol. Wo war denn das? Irgendwo war das doch mit eingebaut hier, ne? Das kann ich jetzt nicht. Stückgut, das ist es auch nicht. Stadi, da hier. Überwachungs... Geschichte für Verschmutzung. Mal sehen, ob wir so ein Teil irgendwo stehen. Ich glaube, wir haben so ein Teil sogar stehen. Irgendwo. Ressourcen. Gebäude. Wie heißt das Teil? Überwachungsstation. Auf 3000 hier. So. Da. Wo haben wir so ein Teil stehen? Da ist eins. Eins haben wir. Aktuelle Verschmutzung anzeigen. So, hier, alles gut. Also keine Radioaktivität, nichts. Alles tutti. Verschmutzung. Oh Gott, hier ist alles rot. Da ist grün. Die wohnen im verdreckten Bereich hier. Aber die fühlen sich noch wohl. Also die bleiben, die kriegst du nicht raus. Die wollen da wohnen bleiben. Siehst du. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein großer Effekt ist, den wir haben. Wir können auch noch mehr davon einbauen. Und hier unten, das müsste hier unten alles grün sein. Das müsste alles gut sein. Die Industrie ist ja nicht da. Hier könnte man noch so ein Teil hinbauen. So ein Teil können wir nochmal hinbauen. Wo haben wir das Teil gefunden? Wo war das hin? Da hier, ne? So, zack. So ein Dingens. Da bauen wir noch so ein Teil hin. Das kann auch den, das bauen sie, unsere Jungs bauen so was. Da sind sie ganz fleißig mit. Die müssen wir, glaube ich, ein bisschen verteilen hier auf der Insel. Hier haben wir sowas gar nicht, ne? So. Und hier oben. So. Aber ich glaube, hier oben bauen sie nicht. Bin ich mir nicht sicher. Doch, da ist ein Planungsbüro ist da im Gange. Die fahren da auch hoch. Super, gut. Ja, dann lass sie das einmal bauen, damit wir mal sehen können, wie schlimm das hier oben ist. Und ich sehe schon, die Zeit ist wieder durch. Die Folge ist zu Ende. Da sage ich doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn es gefallen hat, morgen geht's weiter. Bis dann, ciao.